Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, wir wollen heute ein paar Angriffe, sehen. Ich möchte sie aber nicht einfach so rauspicken, wie ich das sonst so mache. Ich nehme mir einfach ein, zwei pro Clan, sage ich mal, und dann zeige ich die euch, sondern ich lasse heute mal mein Handy sprechen. Ihr kennt meine virtuelle Freundin hier. Und die werde ich heute einfach mal befragen und genau den Angriff schauen wir dann. Wenn er denn schon gemacht ist, ist er nicht gemacht. Runden wir auf, würde ich sagen. Nicht abrunden, sondern wir runden auf und gucken uns den nächsten Höheren an. Und so bleibt es in jedem Fall, finde ich, für mich fair. Ich muss mir was einfallen lassen in der Woche, wie ich da eigentlich weiter verfahren kann oder beziehungsweise was war oder wie wir da weitermachen. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal rein. Wir sind hier in Totos Bande und ich habe noch einen Angriff zu machen, aber es sind schon viele, viele Angriffe erledigt, vor allen Dingen im unteren Bereich. Oh, sieht ganz gut aus im Moment. Im oberen Bereich sieht es eher, es wird ein bisschen mauer, sagen wir mal so. Aber nichtsdestotrotz werde ich meine Freundin jetzt mal befragen und mal sehen, was im ersten Wurf dabei rauskommt. Hey Siri. Aha. Zufallszahl zwischen 1 und 30. Das ist 23. Siri hat gesprochen, 23, okay. 23, 25, 23. Wo ist 23? Da ist 23, okay. Mini Spark. Der Mini Spark. Also ich habe bei Weitem nicht alle Angriffe hier sehen können, Leute. Denn dann bei der Masse wird es mir dann doch ein bisschen viel und selber angreifen und wenigstens ein bisschen planen. Sollte man ja auch machen, aber das ist schon Rathaus 10 hier, der Minispark, sonst hätte er die Belagerungsmaschine nicht. Und dementsprechend ist es ein, ja, an der Stelle tatsächlich mal ein Dip, kaum zu glauben, dass wir überhaupt dippen können. Nachdem wir aufgestiegen sind, hat man gedacht, es wird ein bisschen schwieriger, es wird noch ein bisschen schwieriger, Leute. Das ist jetzt nur der erste Spieltag, also das sieht in den anderen Clans dann auch ein bisschen anders aus, wenn auch nur ein bisschen. Aber ansonsten kann man das hier natürlich machen. Vor allen Dingen immer vorher, Leute, die Clanbogen checken. Immer die Clanbogen checken. Denn bei im größten Teil, ich glaube hier von Nummer 10 bis Nummer 19, habe ich eben im Chat gelesen, sind die Clanbogen nicht befüllt. Alle anderen haben dann so ein paar Truppen. Bei uns hat das sehr, sehr gut funktioniert, Leute. Ich weiß nicht, wie die Clanbogen voll wurden, aber sie wurden voll. Teilweise, ja, mit Hox. Ich habe sie aber noch ausgetauscht, weil ich es auch mitbekommen habe. Danke nochmal für die kurze Nachricht und für den kurzen Hint, dass die Leute hier irgendwas teilweise reinspenden. Ich meine, ich weiß nicht, was das soll, hier irgendwelche utopischen Truppen reinzupacken. Ich meine, ich habe auch geschrieben, wenn nichts dran steht, dann Drachen gehen immer. Ja, Drachen gehen einfach immer. Manchmal steht ja tatsächlich nichts dran, weil die Leute sich gar keine Gedanken machen, dass sie auch dort an ihre Clanburg etwas dran schreiben können. Also für die, die das nicht kennen, ich zeige euch das nochmal. Ich bin ja hier selber der Frei. Und dafür müsste ich jetzt aber in den zweiten Spieltag reingehen und mal sehen, pass mal auf, der Frei hat jetzt auch nichts dran stehen. Dann habe ich mich wieder voll ins Nest gesetzt. Aber beim Frei steht sogar dran, Drachen, Magier, Bogi. Da geht sogar ein bisschen mehr rein, weil das wahrscheinlich noch aus dem Rathaus, ja, ich sind nicht 10 Bereich so ist, aber wenn die Befüllung von oben nach unten losgeht, das heißt also nicht einer baut für alle, sondern alle bauen das entsprechende für den Nebenmann, Obermann oder was auch immer, dann werden die Clanbogen hier auch hoffentlich zum zweiten Spieltag wieder frei. Hey Siri. Aha. Zufallszahl zwischen 1 und 30. Das ist 13. Oh, die 13. Die wilde 13. Okay, zwei Socken. Alles klar. Einer meiner. Ich hoffe, das kommt jetzt fair rüber, Leute, für euch. Denn ich musste mir irgendwas ausdenken. Hab gedacht, in meinen Streams befrage ich Siri auch immer die aller schwierigsten Sachen, also 5 plus 5 und 63 minus 9 und sowas. Also wirklich nur die hammerharten mathematischen Berechnungen. Und jetzt haben wir zwar was live, klar, live ist live, aber so ist das Leben. Da muss ich immer einen Tod sterben. Was zeigst du? Ich springe jetzt nicht raus. Ich zeige euch jetzt den Angriff hier. Also einen kleinen Hit-Up vom 2 Socken. Also 13 auf 13 ist Rathaus 10 auf Rathaus
11, aber die Elva Base nicht so stark, hatte zwar einen Adler, aber auch keine Clanburg, so wie ich das gesehen habe. Und denn sonst hätte ich den Gift jetzt schon geworfen. Ich weiß gar nicht, ob ich den irgendwann schmeiße. Den vergesse ich auch wirklich gerne, den Gift. Muss ich sagen, den vergesse ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen, wenn keine Clanburg da ist, dann gerade auf so einen Helden oder so, kannst du den Gift ja raufwerfen. Dafür ist er ja auch dann letztendlich gedacht, wenn man keine Truppen damit giftet. So, ich werde mir mal gleich was zu trinken holen. Hier ist wirklich alles olle. Wirklich alles alle. Und ja, da haben wir hier schon zwei Angriffe gemacht. Wir sehen auch, dass der Gegner uns angreift. Okay, den letzten, also die kommen in jedem Fall auch. Aber im Moment sieht es hier ganz gut aus in Totos Bande. Wir springen weiter ein Clan höher, so will ich es mal sagen, in den Clan Deutschland Ed. Denn das sind die beiden Community Clans, die wir haben. Also Totos Bande und Deutschland Ed, Leute, nochmal zum Wegschreiben, das sind wirklich nur die Clans, die danach wieder geleert werden, nach der einen Woche Liga hier, und dann findet hier nichts mehr statt, also weder Clan-Stadtangriffe noch irgendwas anderes. Die Clans sind dann einfach leer und ich hoffe, zur nächsten Liga klappt das wieder mit dem Befüllen. Ich hatte es gestern schon gesagt, hat ja hier wunderbar funktioniert. Kann ich hier was spenden? Nee, echt viele Einsterner, okay, so schlimm hier, so schlimm. Oh ja, 6 Stück. Okay, dann bin ich mal gespannt, was Siri jetzt sagt. Hey Siri. Zufallszahl zwischen 1 und 30. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 30 ist 29. Danke, mein Schatz. 29. Wir schauen, ob die 29 schon angegriffen hat. 29 hat schon angegriffen. Jawohl, einfach nur ich. Alles klar. Das ist Rathaus 11, müsste das sein, auf Rathaus Level 12, ein Hit-Up. Ja, wie, ich werde euch die Tage nochmal zeigen, wie komme ich mit meinen Truppen in die Mitte. Ja, vor allen Dingen, wenn das Rathaus so wie hier in der Mitte steht, wie komme ich da eigentlich rein? Oder was ist so der ziemlich einfachste Weg? Ich meine, diese Taktik hier ist in Ordnung, das ist Spam. Ich will jetzt nicht sagen, Spam geht immer im Hit-Up-Bereich, aber Spam geht oft im Hit-Up-Bereich. Das ist keine siegessichere Sache, aber hier mit dem Kampfholzwerfer wunderbar Richtung Mitte gekommen. Ich meine, der fährt in die Mitte zum Rathaus. Also dem muss man eigentlich nur folgen, oder die Truppen müssen dem folgen. Klappt eigentlich auch ganz gut. Und dann werden das hier, ja, so wie wir es gesehen haben, werden es zwei oder drei. Ne, ich glaube, es werden zwei Sterne. Ne? Das macht dann aber nichts. Ja, selbst wenn es nur einer wird, ist das absolut in Ordnung. Und wenn es keiner wird, ist der Angriff auch gemacht, Leute. Muss man ganz klar so sagen. Denn ich bin hier niemandem irgendwie sauer oder böse oder was auch immer. Ihr müsst nur dran denken, für den vollen Sternebonus braucht ihr 8 Sterne am Ende der Woche. Ich will euch da nur dran erinnern, falls jetzt jemand mit einer Nullnummer losgelegt hat oder mit einem Stern hier, dann weiß er, was er noch zu tun hat. Wir tauschen allerdings ein bisschen durch, denn in Clan Totos Bande und auch, ich glaube, hier können wir gar nicht durchtauschen. Hier sind wir exakt die 30, die wir sind. Da können wir das gar nicht machen, aber so kann man es machen und mal sehen, was Siri noch so auf der Pfanne hat. Bisher hatten wir ja nur Treffer. Hey Siri. Zufallszahl zwischen 1 und 30. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 30 ist 9. 9, okay. 9, hat die Nummer 9 schon angegriffen? Bin ich mal gespannt, Nummer 9, 9, 9. Nummer 9 hat auch schon angegriffen, okay, da... Ich meine, Siri ist ehrlich, ne? Siri ist ehrlich. Und wie kommen meine Truppen in die Mitte? Okay, jetzt als Rathaus 12 hier, ich weiß gar nicht, was der Alex ist. Ob es ein Max 12er ist. Ne, bis auf 75 gehen die Helden bei 12 nicht, das ist ein 13er. Auf 15, wie kommt man in die Mitte? Das ist ein 3er Rathaus, also noch nicht ganz so ultra heftig. Hat keine Kampftürme, hat keinen Monolithen. Also, wie kommt man in die Mitte? Sicherlich, ich will es jetzt nicht so sagen. Aber eine 3-Sterne-Taktik hier anzuwenden oder eine 3-Sterne-Truppe zu haben, ich meine, man sieht das hier, das soll ja jetzt ein Suilalo werden, gegen Rathaus 15, finde ich schon sportlich. Das können sicherlich Leute, klar, aber hier, ihr seht es, die haben jetzt auch Clanburg, ja, so ist es nicht.
Und dann wird es natürlich schwierig, wenn du, wenn dein KS oder dein kleines Kill Squad hier schon mal auslaufen lässt. Jetzt kommt erst die Queen, okay. Hatte eigentlich ein Gift drauf gehabt. Ja, da war, glaube ich, ein Gift auf der Queen in jedem Fall drauf. Und ist gar kein Suilalo, ist ein Queen Charge, okay. Aber die Queen charged nicht. Die standen jetzt nämlich nur auf der Stelle an einem Sammler und charged jetzt noch so ein bisschen rein, okay. Man sollte immer bedenken, das ist immerhin ein 15, aber 37er King, okay. Das ist noch nicht mal Rathaus 10-like. Aber dennoch ist die Mitte auch gut verteidigt. Mit zwei Fegern vor allen Dingen muss man da erstmal rinkommen. Da unten ist noch ein, oder oben, habt ihr gerade gesehen, platzt der erste Hund sofort. Da ist er auch noch ein Royal Champion, der ist zwar low, aber er macht trotzdem Schaden. Und da musst du deine Truppen jetzt entgegen der Feger hier reinbringen. Das ist nicht einfach, Leute. Das ist nicht einfach und deswegen ist das auch ganz klar erklärbar, warum das hier ein Sterne am Ende wurde. Ja, wenn auch nicht ganz so deutlich, war glaube ich schon ein wenig knapper. Hier wurden aber gerade alle Truppen schön immer wieder aus der Base gepustet. Also der kleine unscheinbare Feger, der Luftfeger oder die beiden Luftfeger haben mal wieder einiges bzw. alles gegeben, um den Alex davon abzuhalten, hier beim Husan einen Stern zu holen. Ja. Okay, das war's. Adler ist auch noch da, der ballert halt auch noch die ganze Zeit. Also es ist nicht einfach, gerade im Hit-Up-Bereich, Leute. Das wisst ihr aber selber. Ich erzähle euch da ja nichts Neues. Und Liga, habe ich heute gelernt, ist das böse Wort hier in dieser einen Woche. Ja, es ist halt, oder unfair ist das Wort der Woche. Manchmal ist es halt nicht fair, manchmal ist es unfair. Ich habe hier oben zwei Sterne mit dem Avatar geholt. Könnt ihr mich heute Abend darauf ansprechen. Toto, wie hast du das gemacht? Ja, ganz einfach. Ich werde es euch zeigen. Okay. Dann gehen wir in den Clan. Free to play. Okay, ich bin hier auf dem Beckensheriff, auf dem Account des Beckensheriffs. Rathaus Level 13. Und auch da habe ich mir natürlich meine Gedanken gemacht, wie kommt man da von A nach B. Der braucht Verteidigung. Okay, schnell mal was spenden. Ich würde sagen, wir geben ihm mal ein paar Loons. Er hat ja jetzt nichts Besonderes gewünscht. Er kriegt halt ein paar Loons. Ich habe ja reichlich. Stelle ich gerade fest. Und ich habe auch ein bisschen Blimp. Dann habe ich mal einmal gespendet. Ja, das muss eben mal sein, Leute. Weil es ist schon nicht ganz einfach, hier auch ein wenig zu spenden in den Clans. Denn ganz, ganz viel geht über die Medaillen. Ich sehe das bei den Herausforderern ganz, ganz krass. Bei dem einen oder anderen, die so gar nicht spenden. Aber receiven ohne Ende für ihre Angriffe in Legende oder sowas. Finde ich natürlich ein bisschen mau und traurig. Aber okay, so ist das nun mal. Hey Siri. Zufallszahl zwischen 1 und 15. Das ist 12. 12 ist das. Oh, okay. 12. 12 hat schon angegriffen. Das ist der Alex. Alex hat noch nicht angegriffen. Die 12 hat noch nicht angegriffen. Wir haben gesagt, wir gehen einen höher. Wir runden auf. Okay, dann ist es die 11. Dann ist es jetzt nicht die Siri gesagt hatte, sondern es ist die ich jetzt bestimmt habe, weil ich gesagt habe, wir runden dann auf oder wir gehen einen nach oben oder zwei nach oben, je nachdem, aber wir gehen halt höher. Wir gehen nicht runter, aus dem ganz einfachen Grund, dass im unteren Bereich unter Umständen, gerade bei Totos Bande, die Bases einfach zu einfach sind, zu low sind, da wollen wir nicht zeigen. Deswegen gehen wir lieber hoch. Da haben wir dann eventuell den einen oder anderen Hit-Up. Also die Armeen sollen euch ja auch immer so ein bisschen animieren, hier an Strategien zu bauen. Wie kann man eigentlich etwas machen? Wie gehe ich eigentlich mit dem Flamefinger vor, dass er lange überlebt und die Minenwerfer möglichst auf meine Queen zielen und nicht auf dem Flamefinger, auf dem Flammenschleuderer, so heißt er ja. Flammenschleuderer. Und hier ist schon knappe Sache. Vielleicht hätte man erst ein bisschen warten sollen bis der Flamefinger soweit ist oder fertig ist. Vor allen Dingen mit dem Single Inferno, denn Tutmosis hier verliert fast die Queen hier, aber ihr seht es auch hier, keine Klarburg, also auch
immer wieder, ja, ich kann es nur sagen, ich muss ja jetzt nicht jedes Mal eine Mail lostreten, Leute, checkt die Clanburgen. In der Regel sind die leer, aber ich habe mir jetzt auch nicht jede Base angeschaut. Das wären dann 30, 60, 90 Bases, die ich mir angucken müsste. Und in vier verschiedenen Clans, das mache ich denn doch nicht. Zwei Sprungtaue hier genutzt, sehr, sehr schön. Sieht man, ich will nicht sagen eher selten, aber da muss man immer abwägen, nehme ich noch einen Wut-Air mehr mit oder nehme ich doch einen Sprung mit. Oder vielleicht reicht auf der Ecke dann auch ein Supermauerbrecher, der wäre da vielleicht auch auf, na, der wäre vielleicht nicht ganz auf die Ecke gegangen. Es muss immer noch eine Verteidigung ja hinter der Linie sein oder hinter der Mauer sein, damit auch die Mauerbrecher richtig laufen. Und wenn da natürlich gar keine mehr ist, dann laufen die überall hin, aber nicht dahin, wo du sie eigentlich gerade hinhaben wolltest. Aber schöne Attacke hier von Tückenmoses, auch wenn es keine 3 Sterne werden, alles tutti. So, jetzt mache ich mir mal einen Tee auf. Ich habe hier noch so unendlich viel Nahrung hier oben stehen und zu trinken, vor allen Dingen für die Livestreams. Das ist übrigens noch ein richtig alter Deckel hier, der geht richtig ab hier von der Verpackung. Ihr seht das ja jetzt nicht. Aber schmeckt gut. Und auch vor allen Dingen hohe Prozente geholt hier. Fast 90%. Wären es noch die 89 mit den Yeti Mites? Ja. 90%, es werden noch die 90. Die Yeti Mites haben es gerissen. Und knappes Ding hier. Rathaus 12 auf Rathaus 12. Auch hier bei den Free-to-Playern sieht es eigentlich ganz... Oh, sieht es eigentlich ganz gut aus. Und ich glaube, die 4 Sekunden, na, obwohl, da ging noch ein Prozent, ne? 2% noch mal höher gegangen auf 92. Schade. Da muss man ja schon fast sagen, schade. Hey Siri. Aha. Zufallszahl zwischen 1 und 15. Das ist 11. 11, okay, 11 haben wir gerade gesehen. 11 haben wir gerade gesehen, das heißt, wir gehen höher. 11 haben wir gerade gesehen, wir gehen höher. Dann müssen wir den hier nehmen. Ramses. Nach 12 kommt 11, okay. Ja, bei einer 15er CW sind halt die Zufallszahlen nur zwischen 1 und 15, muss man ganz klar sagen. Aber okay, Ramses gegen Maksat heißt das, glaube ich. Mit einem, was haben wir hier? Auch mit Super Bowler. Okay, wir sehen auch vor allen Dingen jetzt durch, obwohl sie es ja nicht wissen kann, Siri, sehen wir jetzt schon einige Angriffsstrategien oder verschiedene Angriffsstrategien von Queen Charge über ja, Super Bowler. Drachen haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen, ne? Die guten alten Drachen haben wir noch nicht gesehen oder Elektrodrachen. Aber hier mit den Super Bowlern, ja, der Gegner hatte, oder das habe ich jetzt auch das habe ich jetzt öfter gesehen. Wir haben, glaube ich, auch ein, zwei Leute mit dabei, die immer wieder die Superdrachen in der Clanburg anfordern. Die sind nicht schlecht, die sind halt nur sehr träge, sehr langsam. Wenn sie dann mal feuern, sind sie natürlich stark. Und sie haben vor allen Dingen viele Trefferpunkte. Also durchaus denkbar, dass man die nimmt. Zumindest hat man damit mit einer Truppe, die Clanburg in der Regel voll, weil die ja auch schon 40 Platz nehmen. Da musste dann aber auch schon ein Rathaus, was muss man denn da sein? 12, 13, ne? 13. Damit die 40 reingehen, glaube ich. Oder täusche ich mich da jetzt? Ich müsste mal wieder nachschauen. Aber auch hier mit dem Kampfhauswerfer schön reingegangen. Der fährt hier halt bis fast ans Rathaus. Da war, glaube ich, nochmal ein Wutzauber drauf. Die rennen jetzt auch aus der Detonation vom Gigatesla hier raus. Also auch da relativ viel Lack gehabt und Rathaus 12 auf. Was war das jetzt? War das ein 13 oder war es noch ein 12er? Ne, war noch ein 12er, ne? Auch hier wieder ein knappes Ding. Viel steht da nicht mehr, muss man ganz klar sagen. Dennoch bockschwer hier Rathaus 12 auf 12. Da entfällt es mir ja auch manchmal. Ich meine, ich hab da eine Taktik, aber die klappt auch nicht immer. Und sie ist auch noch riskiger. Denn ich bevorzuge immer noch ein kleines KS mit entweder Drachen oder ein Lalo dahinter und dann die Bets
Das ist so meine favorisierte Geschichte hier in dem Bereich. Ist natürlich schwierig zu spielen. Und auch kein 3-Sterne-Garant. Okay, hier sind wir durch. Hier sieht es auch noch ganz gut aus. 14-8. Also durchaus durchwachsen. Ich habe hier, glaube ich, auch schon 2 Angriffe gemacht mit dem Schief-Barfuß und mit noch irgendeinem. Ah, nee, mit Barfuß habe ich noch gar nicht angegriffen. Ich glaube, Toto hat unten angegriffen. Hier. Und ich meine, hier oben habe ich den Becken-Sheriff schon fliegen lassen. Da. Also alles im grünen Bereich. Ich versuche halt immer in den 2-Sterne-Bereich zu sein. Wir gehen zu den Herausforderern. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger, Leute. Jetzt wird es vor allen Dingen für Siri schon ein bisschen schwieriger, weil wir hier haben wir noch nicht so viele Angriffe gemacht. Na, es geht so. Okay, jetzt habe ich übertrieben. 12 von 15. Aber ihr seht das, da ging auch ein bisschen was daneben. Mal sehen, was Siri dazu sagt. Hey Siri. Zufallszahl zwischen 1 und 15. Das ist 1. Ui. 1. Okay, da können wir natürlich nicht höher gehen. Aber die 1 wurde tatsächlich angegriffen. Okay, da können wir nicht höher gehen. Die 1 wurde tatsächlich angegriffen von unserer Nummer 7. Hier ist ja Only Rathaus 15. Und ich konnte es mit mir ausmachen, dass ich selber auch mal pausiere. Also ich pausiere jetzt tatsächlich am Mittwoch, dem 2. Spieltag, zugunsten anderer. Ich finde das in Ordnung. Ich meine, ich hatte ja gesagt, die Leute müssen das selber wissen, wie sie hier zum Einsatz kommen. Alle sollen ja so ein bisschen zum Einsatz kommen. Und wenn jemand eine CWL-Pause machen möchte, weil er wirklich nicht kann, dann muss er sich auch nicht verbiegen. War die Blimp jetzt gut oder war die Blimp nicht so gut? Die war nicht so gut, ne? Naja, es geht so. Nee, da bin ich gut. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich einige mich da mal drauf, die war nicht gut. Also Plan B hier mit den Drachen. Jetzt sehen wir die Drachen auch. Ich nehme sie auch ganz gerne. Mit den Drachenreitern ist so relativ ähnlich, wie ich das zurzeit hier in Legende spiele. Also so sieht so ein bisschen so meine Luftarmee auch aus. Drachenreiter dahinter, ein paar Ballons und einer Blimp. Meine Blimps werden immer besser, Leute. Das konntet ihr jetzt nicht sehen, aber das habe ich natürlich jetzt in den beiden Legendentagen gesehen, dass ich dort zweimal jeweils an 2 darauffolgenden Tagen 40 Pokale gemacht habe. Also 2x 40. 2 Dreier von 8 Angriffen. Das finde ich für mich im Schnitt sehr, sehr gut. Wenn nicht sogar überragend. Und das waren keine Dips, das waren keine 14er oder so. Sondern das waren schon lupenreine Bases hier. 15er Bases, Max Bases in der Regel. Aber hier sind es immerhin 58%. Geht da noch ein bisschen was, aber jetzt der Monolith ist natürlich nach wie vor, der gehört genervt. Der Monolith gehört so ein bisschen genervt. Der ist wirklich im Moment leider ein bisschen OP, also overpowered, was die DPS angeht. Egal eigentlich auch was. Okay, kleine Truppen ist nicht so schlimm, aber große Truppen tut dann schon weh. Muss man klar sagen. So, ich mach mal die Zufallszahl 1 weg. Dann nehmen wir uns die nächste Zufallszahl. Hey Siri. Aha. Zufallszahl zwischen 1 und 15. Die Antwort lautet 5. 5, okay. Die Antwort lautet 5. Die 5 wurde angegriffen von X-Man. Ja, die Namen habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört, aber wenn ihr mein Video von gestern gesehen habt, dann habe ich ja, zumindest bin ich da vorstellig geworden, dass wir hier ein wenig Zuwachs bekommen haben. Und ich glaube, die Leute passen so ein bisschen ins Gefüge. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich meinen Stamm hier natürlich wieder reinbekomme, wenn die aus der Liga kommen. Deswegen, ich kann auch keinen ganzen Clan aufnehmen. Das sollte euch auch klar sein. Da müsste ich noch einen zweiten Herausforderer aufmachen oder sowas. Aber die sollen auf jeden Fall auch ihre Medaillen bekommen, ihr weiterhin hier so ein bisschen im Flow bleiben bei Clash of Clans. Also so ein bisschen im CWL-Flow. Und dann hat der X-Man hier unsere Nummer 14 den Fünfer gemacht. Wir haben es jetzt im ersten Klankrieg, ich sag's mal so, ein kleines bisschen einfacher. Also wir haben einen kleinen Vorteil, dass wir unten in den Bereichen bei dem Gegner 14er haben. Aber ihr kennt das selber, kein 15er will sich jetzt die Blöße geben, bei den 14ern zu fehlen. Na, das ist ja immer so. Ich habe mir auch einen 15er genommen mit Toto. Habe 91% geholt, kann ich euch auch gerne abends in den Livestreams zeigen, wie ich das angestellt habe, falls euch das interessiert. Manchmal kummel ich ja auch so ein bisschen rum und
und mogel mich mit Schleichkobolden durch die Gegend etc. Naja. Was ihr aber auch noch gesehen habt, dass sich Supercell ja doch noch hat erweichen lassen, dass es noch ein Kalenderblatt gibt. Das blende ich euch gleich ein, hier nach dem Angriff, beziehungsweise wenn wir wieder auf meiner Mappe sind. Es gab jetzt doch noch einen Kalender, der irgendwie sehr viele freie Zeit birgt, muss ich sagen. Also so dolle sieht er nicht aus. Hat auch ein bisschen gedauert. Der kam jetzt am 2., wo dann wahrscheinlich doch nochmal bei Supercell jemand gesagt hat, Mensch Leute, wer hat eigentlich die Idee gehabt mit den Kalenderblättern ab März? Die Community fordert jetzt im Mai auch schon wieder so ein Kalenderblatt. Kann das mal jemand erstellen? Und dann haben die doch noch eins gemacht, was ja sehr mau aussieht, aber da ist ein so ein Punkt drin, der ganz viele Fragen aufwirft. Okay, ich mache mal ein bisschen schneller hier. Der ganz viele Fragen aufwirft. Da geht es wahrscheinlich schon so ein bisschen um die leichte Vorbereitung für Rathaus. Ich wollte gerade sagen, Rathaus. Nein, natürlich nicht für Rathaus, sondern für die Bauarbeiterbasis. Also hier sieht es auch noch ganz gut aus, obwohl wir hier auch eine Nullnummer gemacht haben. Ein Internetabbruch kommt halt vor. Was willst du machen? Das sind höhere Gewalten. Das ist nun mal so. Aber ich bin hier trotzdem zuversichtlich, dass wir hier die Liga wieder mal gut halten, wenn nicht sogar sehr gut halten. Sehen wir dann am Ende. Also hier nochmal der Kalender. Ich blende ihn mal groß ein. Ja, aber ihr habt ihn sicherlich jetzt schon gesehen. Ich finde es ein bisschen, er hat ein bisschen viel freie Zeit. Beziehungsweise ist so relativ viel weiß. Morgen kommt ja der Eingang Juwel-Heldenschub, den ich nach wie vor nicht verstehe, warum man das macht. Und etwas später kommen dann Supergräber, Heiler und Hexe. Okay. Dann haben wir ja die Bauarbeiterbasis Bonanza. Okay, mit Bonanza verbinde ich was anderes. Teil 1. Und aber mal sehen, vielleicht kommt ja ein bisschen Bonanza. Und ich weiß auch schon, wer der Hoss ist. Ich weiß auch schon, wer der Hoss ist, Leute. Nur mal so am Rande gesagt. Es gibt den doppelten Sternebonus. Dazwischen ist irgendwie gar nichts. So viele leere, freie Zeit. Und dann haben wir natürlich Clanspiele zum Monatsende wieder. Ein Juwel, Ressourcenschub. Diesmal kein Juwelschub für alles. Schade, schade, schade. Also es ist einer meiner Lieblingsevents. Der ein Gemschub für alles. Aber naja, den mussten sie jetzt schnell mal raustreten, hier den Kalender. So hatte ich ein bisschen das Gefühl. Also man muss Supercell einfach da nur ein bisschen mehr auf die Füße treten, dass die angefangene Sachen denn auch weiterführen und nicht angefangene Sachen einfach dann liegen lassen, so nach dem Motto, naja, fällt schon nicht auf, wenn die Meute kein Kalenderblatt hat, dann ist das nicht so schlimm. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm, dass Siege die Angriffe bestimmt hat. Die Folge geht jetzt ein bisschen länger. Das macht mir sowieso nichts, aber euch hoffentlich auch nicht. Ich weiß noch nicht genau, wie wir hier weitermachen in der Woche, was das Angriffe zeigen rudimentär angeht oder durch Zufallsprinzipien etc. Aber eure Vorschläge nehme ich gerne in den Kommentaren auf. Also schreibt mir das ruhig in die Kommentare, wie wir da eigentlich so weitermachen können. Ich fand das jetzt in Ordnung, war ganz fair. Siri lügt mich auch nicht an. Ja, die sagt ganz klar, Toto, es ist die Zahl X und dann mach was draus. Habe ich gemacht. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clashed.